So Leute, wir machen uns jetzt auf zum Endboss. Ich habe nachgeschaut in der Kapitelauswahl. Wir sind ganz unten an der Spalte. Also, das muss der letzte sein. Das können wir überspringen. Das kennen wir ja vom letzten Mal noch. Das ist natürlich, oh, wir haben Waffen. Ah ja, Waffen sage ich schon. Munition. Wo müssen wir hinschießen? Da, nee. Oh. Nein, jetzt kommen die scheiß Dinger noch runter. Alter, brauchen die lang, bis die kaputt gehen. Dann haben wir, glaube ich, trotzdem eine andere Waffe. Komm, geh drauf. Ah. Na, da brauchen wir was anderes. Boah, schau mal, wie lange die brauchen, bis die hier drauf gehen. Ich hoffe mal, das ist alles hier von dem. Ja, jetzt warte mal. Boah. Hey, wir schaffen nicht einmal die blöden Dinger. Wir haben aber auch keine richtigen Waffen, muss ich sagen. Panzerfaust haben wir nur eine einzige. Ah, da drüben haben wir welche. Ja, okay, dann probieren wir es jetzt, glaube ich, erstmal mit der Panzerfaust. Kommen wir mal raus, ihr Scheißdinger. Boah, schaut mal, wie wenig Schaden. Allein nur die Panzerfaust hier macht. Ah, den Schaden, was wir an einer Seite machen, den hat die andere dann auch. Den haben wir natürlich verschossen jetzt. Granatwerfer. Boah, die machen so viel Schaden, wenn die uns hier erwischen. Lad nach, Mensch, lad nach. Wir springen aber auch schon immer falsch. Ja. Welche Waffe ist hier... Also ich kann euch nicht sagen, welche Waffe hier das Beste wäre. Es macht nicht wirklich viel Schaden an den Dinger. Müssen aber, glaube ich, auch mal richtig treffen. Na, keine Chance. Sag mal, noch nicht einmal die halbe Gesundheit von denen weg. Aber jetzt schaut es eigentlich relativ gut aus. Gesundheit ist noch... Haben wir noch voll? Mal schauen, was diese Räder noch machen können. Komm, geht drauf jetzt. Ich glaube, dass die schneller werden, oder? Komm, 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 komm. Ja. Hey, wir haben noch nichts verloren an der Gesundheit. Ich glaube, wir haben dann, oder? Haben dann? Ne, was ist denn jetzt? Oh, was kommt denn jetzt für eine Waffe? Was sind das für ein Laser hier? Nein. Jetzt nehmen wir Panzerfaust, mir wurscht. Nein, jetzt kommen die Scheißdinger schon wieder. Nein, hau ab. Was nehmen wir für eine Waffe? Boah, Munition alle. Lad nach. Lad nach. Komm, geh halt drauf, ey. Und es dauert jetzt auch wieder so lang. Weil, sag mal, wie viel Waffensysteme hatten der in seinem Raumschiff? Komm, geh. Oh, wir brauchen ein Herz, wir brauchen ein Herz. Geh drauf. Yes. Shit.
Ah, da brauchen wir eine andere Waffe, weil da kommen wir nicht weit. Wenn halt diese scheiß Raketen jetzt auch nicht noch wären. Ja, eine Seite haben wir gleich. So. Haben wir keine andere Waffe mehr? Ich weiß nicht. Müssen wir das so machen? Na, schaut gut aus. Ich glaube, wenn wir das geschützt haben, werden wir auch wieder ein Herz kriegen, hoffe ich zumindest. Nein, wir haben dann, schaut hin, er ist kaputt. Ja. Wir haben dann zerstört. Und ich hoffe mal, der fliegt jetzt nicht auf uns herunter. Da haben wir ein Herz. Für was kriegen wir jetzt noch ein Herz? Für was kriegen wir jetzt noch ein Herz? Ja, wir haben ja nur 4 Waffen. Oh, das ist doch nicht der Ernst, oder? Nein. Komm, Leute, nach. Nein, wir müssen aber jetzt nicht nochmal alles machen, oder? Vor allem, wie sollen wir hier den ganzen MG-Dingern ausweichen? Boah, wir sind tot. Oh, das ist nicht einfach. Ah, das Raumschiff brauchen wir gar nicht mehr. Schaut an. Ja, wo schieß ich denn hin? Nein! Nerv mich nicht. Blöd ist natürlich. Ah, ich glaube, das schaffen wir nicht, Leute. Wieder nur noch halbe Gesundheit. Lad nach. Lad nach. No. Nein. So, wir haben eine Zwieweit runtergebracht. Ich glaube die Hälfte. Alter, was brauchen wir denn da alles am Munition? Ja, das Problem ist natürlich, dass wir schon viel zu viel an der Panzerfaust hier verschossen haben. Da schon wieder. Lass mal hier mal ein bisschen ausweichen. Oh, wenn er uns dann immer gleich herausreißen würde. Ja, schaut mal an, wie viel wir jetzt immer noch an dem brauchen. Aber er ist schon mal orange. Komm, geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Wie viel hat er noch? Oh, ganz wenig. Nein. Oh, oh, bitte, 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 bitte. Sei tot, sei tot, sei tot, sei tot. Ist doch nicht der Ernst, dass wir jetzt den... Sind wir so weit? Ja, wir brauchen unbedingt ein Herz. Wir brauchen ein Herz. Das ist für Schubbitter, Leute, dass wir... Ja. Also wir müssen am Anfang schon wirklich aufpassen. Komm, warte noch. Ah,
versammelt. Warum verschießen wir immer so viel? Also ihr merkt schon, was wir am Anfang hier falsch machen, dass wir zu viel Munition verballern. Warte mal, war der jetzt eigentlich schon orange? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ja, der ist fast am Ende. Jetzt ist mit der Gesundheit besser für uns. Komm. Ja, jetzt haben wir ihn. Lad nach. Komm, geh drauf jetzt. Scheiße, wir sind schon wieder orange. Wenn wir halt wenigstens mal richtig treffen würden. Geh drauf. Weil er hat nicht mehr so viel Gesundheit. Boah, ein Treffer noch, dann sind wir weg. Nein, wir waren so gut. Komm, vielleicht schaffen wir ihn. Komm, 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 komm. Yes, wir haben dann, wir haben dann, wir haben dann. Und? Bitte geht drauf. Schaut mal unsere Gesundheit an. Ja, ich glaube, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Oder? Also ich glaube, wir hätten nur noch einen Streifschuss gebraucht, dann wären wir tot. Ja doch, wir haben dann. Das war da. Okay, der war wirklich hartnäckig. Vor allem müsst ihr sagen, ihr kriegt auch nicht wirklich viel Munition noch. Da müsst ihr mit ein bisschen was auskommen. Und wenn ihr am Anfang so, wie ihr jetzt mich anschaut, ständig hier die Granatwerferkugeln oder die Panzerfasskugeln daneben schießt, also dann habt ihr wirklich zu kämpfen. Wir haben es geschafft, wie geil ist das? Jetzt spring bitte schon ab, nicht, dass wir jetzt hier noch runterfliegen. Das muss der Endkampf gewesen sein. Ach, bitte nicht. Doch, The End. Wir haben's durch. Ja, was soll man zum Spiel sagen? Leute, es ist perfekt. Ist zwar in manchen Sachen ein bisschen schwer, aber so muss man sagen, wirklich verdammt geile Story. Ihr habt sau viel verschiedene Gegner, Mafiosis, Wehrmachtssoldaten, Ratner, mutierte Monster, also wirklich von allem was dabei. Und eine verdammt große Auswahl an Waffen. Und auch dieser Comic-Style, ja, ist einfach wirklich super. Ich von meiner Seite aus kann euch das Spiel wirklich nur wärmstens empfehlen. Und der Preis, glaube ich, lag bei 13, 14 Euro, wenn mich da nicht alles täuscht, so in dem Dreh. Und da kann man auf jeden Fall zuschlagen. So, das war's. Wir sehen uns dann in einem neuen Projekt wieder. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und hoffe natürlich, ihr schaut auch bei den neuen Projekten mit rein. Macht's es gut. Tschüss. So back to what I was saying. Could be us.